So flogen die Moorhühner einst über unzählige Bildschirme. 90 Sekunden hatte man Zeit, um möglichst viele der Vögel vom Himmel zu holen. Ganz einfach, ganz simpel. Das war das Erfolgsgeheimnis des Moorhuhns. Faszinierend auch für Andi Rabach, immerhin deutscher Moorhuhnmeister von einst. Damals, als vor 10 Jahren alles begann, infizierte sich auch Andi mit dem Moorhuhn-Virus. Das Moorhuhn habe ich auch auf dem Computer meines Bruders damals entdeckt. Das war, ist ja jetzt schon knapp 10 Jahre her, 99. Und da habe ich das einfach mal gespielt und dann konnte ich halt einfach nicht mehr davonlassen. Also ich habe es immer wieder gespielt und fand ich einfach super. Für die Erfinder des Kultspieles aber wurde das Moorhuhn ein trauriges Kapitel. Der Chef der Wattenscheider Moorhuhnschmiede Phänomedia, Markus Scheer, er erhielt heute eine Strafe von 3 Jahren und 10 Monaten Haft. Der Ex-Finanzvorstand bekam 3 Jahre. Beide, so das Urteil, fälschten Ende der 90er die Bilanzen der börsennotierten Computerfirma. Dafür entschuldigten sie sich heute. Ich finde nicht toll, was ich gemacht habe. Nicht zu relativieren, wirklich nicht. Aber es muss auch möglich sein, Fehler zu machen. Und das, was ich auch vorhin vorgetragen habe, der neue Markt war neu. Es war alles richtig plötzlich. Alles, was mein gesunder Menschenverstand am Anfang noch gesagt hat, das geht so nicht. Da haben irgendwie alle Leute gesagt, doch, genau so geht es. Und es war nur noch ein Wettrennen, wer am schnellsten die größten Zahlen irgendwo hinbackt. Und das war das ganze Problem. Es war in der Tat die verrückte Zeit des neuen Marktes Ende der 90er. Alle drängte es an die Börse. Der Wert von Phänomedia schnellte dank des Moorhuhns in Milliardenhöhe. Die Chefs machten Scheingeschäfte, fälschten Kaufverträge, blähten die Bilanzen der Firma um Millionen auf und täuschten dadurch Anleger und Geschäftspartner. Bis das Gericht Licht ins Dunkel brachte, dauerte es bis heute mehr als 4 Jahre, ein ungewöhnlich langer Prozess. Die Hauptakte hat um die 10.000 Blatt. Es gibt Unmengen an Beweismittelordnern. Wie das Gericht ja auch dargelegt hat, ist es eine nicht sehr alltägliche Materie, also gerade im Aktienrecht. Und dass es auch sehr schwierig ist, sich bei den umfangreichen Buchhaltungsunterlagen überhaupt einen Überblick zu verschaffen über den Vermögensstatus dieser AG zu den maßgeblichen Zeitpunkten. Dazu kam dann noch die Überlastung der Kammer mit Haftsachen. Wegen der langen Prozessdauer wird die Haftstrafe der Angeklagten um mehr als 1 Jahr verkürzt. Es ist das Ende des Prozesses, aber nicht das Ende des Moorhuhns. Die Phänomedia Aktiengesellschaft wurde in eine GmbH umgewandelt, die bis heute Computerspiele entwickelt. Andi Rabach hat sie alle. Moorhuhn Wanted, Moorhuhn Piraten etwa heißen die Nachfolgeversionen. Doch der Trubel um das Moorhuhn von einst, der ist vorbei.